Gute Nacht. Wieder ein langer Tag. Wieder ein langer Tag geht zu Ende. Das mit den langen Tagen, das ist ja so eine Sache. Wir sind ja alle gleich lang. Aber die Empfindung, aber vielleicht, wenn ich hier so sitze und es schon nach 12 ist, dann darf ich von einem langen Tag sprechen. Und trotzdem gibt es am Ende dieses langen Ostersamstags in den Stunden zum Ostersonntag noch ein Gedicht. Und zwar wieder eins von Rosa Ausländer. Ich habe gesagt, ich würde gerne noch ein paar von ihr vortragen. Sie, die 1907 geboren ist und 1988 gestorben ist. Also, und naja, der Grund, sie vorzulesen, ist unter anderem auch, dass sie in Tschernowitz geboren ist. Also diese Stadt, die heute im Gebiet der Ukraine liegt. Und das ist ja nun gerade ein Thema, was uns alle umtreibt. Mehr oder weniger beteiligt, mehr oder weniger können wir ausrichten. Würden, glaube ich, gerne alle, dass es aufhört. Also vielleicht die Privatarmee Wagner oder der Kadyrov, der aus Tschetschenien jetzt da auch noch mitmischt und die Leute umbringt. Ja, Rosa Ausländer hat natürlich auch Kriegserfahrungen und zwar deshalb, weil sie zwar schon in den USA war, also vor dem Krieg, und dann aber im Ghetto leben musste in Tschernowitz. 41 bis 44 bis zur Befreiung und dann wieder in die USA gegangen ist und dann zurückgekommen ist, aber eben nicht dahin, sondern nach Deutschland gestorben ist, in Düsseldorf 88. Erinnerungen hat sie natürlich auch an die gute alte Zeit und so ist auch ihr Gedicht überschrieben. Gute alte Zeit. Fotos. Aus der guten alten Zeit. Dein Blick fliegt zurück. Wieder siehst du die Windungen deiner Anfanggasse. Das Wohnhaus, in dem du die ersten Silben lalltest. Du hörst Vierackerräder, Rufe aus Fenstern. Im Garten singt morgens die Nachtigall. Bizarre Kräuter sprießen auf Winterscheiben, deine ersten Verse. Die gute alte Zeit strömt wieder an dir vorüber, mündet in den Krieg. Sie konnte nach dieser Ghetto-Erfahrung Gott sei Dank noch mal, fast noch mal so viele Jahre leben. 44 Jahre. Ich wünsche euch eine gute Nacht in den Ostersonntag hinein. Und da gibt es dann am Ostersonntag ja für alle hoffentlich einen Osterspaziergang. Und den Goethe-Osterspaziergang, der gar nicht Osterspaziergang heißt, sondern draußen vor dem Tor, vor dem Tor. Goethe und Wagner, wie sie da laufen und auf die Stadt zurückblicken. Den gibt es nicht. Der Brecht hat keinen Osterspaziergang geschrieben. Aber mal sehen, was ich so finde. Und ich freue mich schon drauf und ihr schlaft mal schön weiter. Ich wünsche euch mal schon vorfristig einen guten Morgen und bis gleich. Macht's gut.